Hi, heute gibt es meine Folge Everday und ja, die letzte Folge Everday ist ja schon wieder ewig her. Ich bin in letzter Zeit einfach nicht dazugekommen. Es ist jetzt wieder Schule seit kurzem für mich und ja, habe einfach nicht so viel Zeit in letzter Zeit gehabt. Ja, ich habe auch nie tägliche Videos versprochen, werde ich wahrscheinlich auch nie machen können. Ja. Genau, also wird wahrscheinlich nicht jeden Tag ein Video kommen, auch in der nächsten Zeit nicht. Ja, wie gesagt, da kann ich nichts weiter versprechen. So. Also hier in meinem Dorf. In meinem Study kann ich mal zeigen, was ich alles gemacht habe. Ich habe hier. Ja, ich kann es hier schnell zeigen. Also ich habe hier als erstes einen Saltpot erforscht. Hier unten bin ich schon durch, habe ich schon einen Apfelbaum gebaut. Und dann war mein Plan jetzt erstmal hier so durchzukommen bis zu dem neuen Haus. Oh, okay, Leute, da unten ist gerade gar nichts. Village Kitchen. Da unten ist halt auch ein Haus, aber da bräuchte ich hier noch ein Upgrade für den Study. Und ich glaube, das dauert noch, bis ich das hinbekomme, dass ich erstmal das Level dafür habe. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal hier oben ein bisschen versuchen durchzukommen. Und ja, dann hier das Haus als nächstes bauen. Muss ich aber mal schauen, das wird auf jeden Fall noch Wochen dauern bestimmt, bis ich da durch bin. Jawohl. Vielleicht 2 Wochen oder so. Ich weiß es nicht. Schwer einzuschätzen. Vor allem, ich kann nicht dauernd einen erforschen lassen, weil manchmal brauche ich auch alle für irgendwas. Ja, werden wir sehen. Dann lasse ich hier gerade einen Figuren machen, weil ich da so wenige hatte. Und 2 Farmen gerade Suppe. Okay, eine andere ist gerade vom Event fertig geworden, sehe ich gerade hier. Hatte ich da hingeschickt. Ich kann hier eh nochmal was einsammeln in der Valley. Genau. Und was lasse ich denn den letzten noch machen? Naja, ich schaue, glaube ich, jetzt erstmal bei Otter rein. Vielleicht brauche ich den noch für irgendwas. So, gehen wir rein. Ich gebe ihm erstmal das, was ich ihm geben kann. Socken, dann nochmal Browsers. Baumwolle, Honey Cookies, Figuren. Okay, Stone brauchen wir, da kann ich den dann noch hinschicken. Salz und Wolle fehlen mir auch noch 2. Jetzt lasse ich den aber erstmal hier Stone farmen. Genau. Dann, da die letzte Folge her ist, bin ich wieder einiges vorangekommen. Und jetzt habe ich wieder eine Big Reward Chest. Und die öffne ich jetzt. Sind 4 Sachen drin, okay. Ein Researcher-Trank, sehr nice. 120 Rollen, ja, kann man mitnehmen auf jeden Fall. 40 Gems, sehr nice. Und 24 Nektar. Finde ich jetzt persönlich nicht so wichtig, der Nektar. Gäbe es besseres. Aber nehmen wir mal mit. Ja. Genau, jetzt kann ich hier mit dem Researcher-Trank. Vielleicht, wenn ich in der Schule bin, kann ich den verwenden oder sowas. Ich weiß es nicht. Muss ich mal schauen, wie ich das Ganze mache. Es ist ja 6 Stunden für 100% Boost. Ja, genau. Dann in der Valley kann ich auch mal zeigen, was passiert ist seit dem letzten Video. Also, hier im Preservery kann ich ja jetzt hier schon so Sachen machen: den Salt Pot und den Honeypot kann ich gerade beides nicht machen, weil ich zu wenig Salz und zu wenig Honig habe. Perfekt. Auf jeden Fall. Dann bauen wir hier gerade das Sugarfield. Da fehlt noch viel Stone, Clay und ein bisschen Holz. Okay. Dann hier oben verbessern wir gerade die Farmer Guild und auch die Woodcutters Guild. Und können hier noch 3 Gilden bauen. Genau. Hier haben wir in der Library. Ich schätze mal, das letzte Video waren wir noch hier gewesen, also dass wir noch das Upgrade gebraucht haben. Oder dass wir mitten im Upgrade waren, was glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher, ist schon wieder zu lange her, das letzte Video. Ja, auf jeden Fall haben wir uns darauf geeinigt, dass wir zuerst die 2 Sachen machen und dann hier unten so durchgehen. So ziemlich auf direktem Wege zum Zuckerfeld. Ja, und jetzt sind wir schon hier weit, dass wir das hier vollendet haben. Hier sind wir durch, hier sind wir durch und wir können nur noch die Reihe weiter erforschen. Dann müssen wir alles wieder bauen.
Und dann können wir erst wieder upgraden hier. Weil Level 5 ist unser Valley noch lange nicht. Das dauert noch. Dann müssen wir noch 6 Gebäude vollenden. Ja gut, es ist kurz davor. Ich weiß nicht, wurde der letzte Tag schon angenommen? Ja, wurde schon angenommen. Von dem Kollegen Spargeltatzer. Hier wurde auch schon eins angenommen. Das heißt, er wird auch bald fertig sein wahrscheinlich. Und das Zuckerfeld wird noch etwas dauern auf jeden Fall. Vor allem die Steintasks sind die schlimmsten. Hier habe ich schon eine große gemacht. Okay, wusste ich gar nicht mehr. Ja. Genau, dann würden noch drei fehlen, wenn die hier vollendet wären alle. Oh, ja. Psycho hat es auch ins Video geschafft. Perfekt. So wie Sabisa im letzten. Hier im Boot kann ich mal 8 Figuren abgeben. Ja, die gebe ich auch noch schnell ab. Ich habe gerade einen, der Figuren macht. Cotton habe ich gerade nicht so viel und Mehl ist eh immer Mangelware bei mir. Ja, genau. Bei dem Schiff, was kann ich hier noch machen? Honeypots. Ja. Und den Berry Pie mache ich auch noch schnell. So. Jetzt habe ich wieder einiges an Gold und kann mir hier wieder was leisten. Bezahle ich erstmal hier das Upgrade und den Rest, ja, spenden kann ich hier glaube ich nichts mehr an die Berliner. Alles mit Gold ist da schon durch. Dann muss ich es mir auch wieder ansparen. Das hier kann ich ja dann immer noch upgraden. Übrigens habe ich jetzt auch hier, na, will nicht. Hier die Stone Mine auch noch gebaut. Ich hatte sonst immer nur die eine gebaut und es war ein bisschen nervig, dann immer nur eine zu haben. Jetzt habe ich die zweite auch auf jeden Fall. Das hat halt 1000 Gold gekostet und einige Materialien. Aber ja, jetzt habe ich die auch. So, was fehlt hier nochmal bei Otto? Die Wolle und das Stone, genau. Wie viel Stone habe ich? 6 Stück. Na, das dauert mir zu lang. Es wird dann nicht mehr im Video geschehen, aber ich werde das heute auf jeden Fall noch beenden. Und dann werde ich den wahrscheinlich irgendwann auf Wolle fahren lassen. Schauen wir mal. Hier beim Event fehlen noch 2 Tasks. Und dann sind wir da auch schon wieder durch. Ich weiß nicht, wer die annimmt. Ich weiß nicht, ob die jemand annimmt. Ob wir das schaffen. Ja, ich hoffe es natürlich. Aber schauen wir mal. Ich glaube, ich wäre so ziemlich beschäftigt über Nacht. Weil ich habe dann wieder vor, hier was zu upgraden. Entweder Clay Storage oder ich mache hier gleich das Wood Storage. Und da mache ich es immer so, dass ich 2 Suppe farmen lasse. Einen normalerweise erforschen. Aber das geht nicht, wenn ich 2 verschiedene Materialien brauche, weil einer muss ich bauen, einen muss ich ja da bauen lassen, die anderen Materialien farmen. Und dann muss ich es wohl wieder so machen, dass nur eine Suppe farmt, bloß dann wird die Suppe viel zu schnell leer. Und dann arbeiten die halt ewig langsam über Nacht. Ja, weiß noch nicht genau, wie ich das anstelle. Vielleicht lasse ich dann. Ne, ich weiß nicht. Ne, das passt doch eigentlich, oder? Wenn ich 2 Suppe farmen lasse und die 3 da arbeiten lasse, dann kann ich ja keiner forschen lassen über Nacht. Und das ist eigentlich schon immer ziemlich wichtig. Naja, ich weiß nicht. Ach, das dauert eh nur kurz. Okay, das da dauert ein wenig länger. Das da ist ja nur 80 Stone und 30 Clay. Das ist ja ziemlich schnell gemacht. Ja. Genau, mir hat jetzt eigentlich wieder nichts zu sagen. Da würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und gerne kommentieren, ich würde mich freuen und ciao!